Gleich auf der rechten Seite Timo Boll und Christian Süß in Rot. Und der. Wir sind es eingeblendet. Wir steigen ein in den dritten Satz. Bronze, Silber, Gold. Timo Boll. Der Bundestrainer schickte ihn nach Hause von einem, von dem Deutschland 49 Jahre lang. Zerrung im Trizeps der Schlaghand. Im allerersten Spiel im Doppel vor einigen Tagen mit Blaulicht in die Halle gefahren. Europameister im Doppel zu werden. Mit Tomasz Jędrzejczyk. Da kann für die Deutschen nicht mehr viel anbrennen. Enttäuscht, da verlor er überraschend früh gegen den Rumänen. Aufsteiger Werder Bremen. Sagen, ich hatte sie ihm zugetraut, nachdem ich ihn gesehen hatte gegen Timo Boll. Das war eine Welt. Dann glaube ich, wissen Sie, was das bedeutet. Ja, gebeutelt ist in den vergangenen Jahren Tomasz Jędrzejczyk, sein Stammpartner, mit dem er 2002 im Finale schafft, kurz nachdem er mit ihm zusammen die Polish Open gewonnen hatte. Das aber der WM im Mai wieder dabei. Und Süß, Tan Ruivu schlägt auf. Also Tan ist maximal bei 60 oder 70% seiner Leistung. Extrem gut, extrem ideenreich auch ist, weil er taktisch Dinge probiert. Spitzenbegegnung Doppel von den beiden gesehen, in denen Christian Süß mindestens gleichwertig polnische Kombination nochmal zurückzukommen, Deutschland an den Ball zu kommen. Heißt, aber natürlich sind die Trainer noch da, endlich wieder auf den Podesten dabei, Bronze in der Mannschaft und da hat er, war dann klar, maximal drin ist. Haben über die letzten Sätze jetzt. Timo Boll hat dafür schon auf den Tisch zurück. Kaum einer spielt ja mit so viel Effekt. Seit Jahren da die chinesische Troika an der und 2003 war sogar schon mal vor allen und das für mehrere Monate. Auch noch 5 Punkte. Finnischer Nationaltrainer. Früher auch als Spieler und dessen Mitstreiter. Zwei Satzbälle rauszuspielen sogar. Spiel nicht verfolgt hat, dachte, naja, klar. Deutsche Doppel seit Roskopf-Fetzner. Zweite. Und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Zusammen in einer Mannschaft. Und der Vorhandflip von Timo Boll und der Fehler von Lucian Blaszczyk. Und es ist vollbracht. Gold Nummer 2 für Christian Süß. Gold Nummer 2.